Mir ging es nicht gut. Ein Magen-Darm-Virus hatte mein Mikrobiom aus dem Gleichgewicht gebracht. Mehrere Monate ging das Ganze. Ich inzwischen gefrustet, verunsichert und mental am Boden. Dabei sollte doch jetzt ein Roadtrip mit meinem besten Homie David anstehen. Mindestens alle 3 Jahre schwingen wir uns auf einen Roadtrip. Das ist unser Deal. Unser eigentliches Ziel, Rumänien. 3 Tage vor Abfahrt dann der Schock. Eine Hitzewelle rollt über Rumänien. Mindestens 35 Grad jeden Tag. Dann schickte ich meinem Travelmate David einen Screenshot der Wettervorhersage und war so, Bro, das packe ich nicht. Also, wieder nach Norwegen? Das geht immer, aber uns war nach etwas Neuem. Na gut, wenn mir ChatGPT nicht helfen wollte, dann musste ich wohl selbst ran. Ich recherchierte ein paar Stunden und achtete dabei darauf, dass an diesem Ort die nächsten Tage keine 40 Grad auf uns warten. Und da war es. Die Region stand fest. Wir fahren in die Pyrenäen. Sachen packen, akribisch alle Steckdosen ausschalten und dann ging alles ganz schnell. Auf einmal saßen wir in einem gemieteten Campervan auf dem Weg in die Berge der Pyrenäen. Unser erstes Ziel war ein ganz skurriler Ort. Die Orgelpfeifen in Südfrankreich. Die Orgelpfeifen? Ah, das passt doch zu uns, ne? Zu uns Pfeifen! Willst du rübergehen? Traust du dich? So ein bisschen so Tarzan-mäßig langhangeln? Sieht nicht ganz so sicher aus. So Tarzan-mäßig einmal kurz rüber? Was kriege ich dafür, ist die Frage. Einen feuchten Händedruck. Nachdem wir mit den Spaniern ihren EM-Sieg in Figueres mitfeiern durften, war uns nach Natur und Wasser. Genau das fanden wir mit unserem nächsten Spot. So Freunde, wir nähern uns immer mehr den Pyrenäen. Wir sind jetzt so im Pyrenäen-Vorland und haben jetzt hier einen wunderschönen Spot entdeckt. Und ja, wir werden hier auf jeden Fall erstmal den Abend verbringen und ja, da strahlt auf jeden Fall eine ganz besondere Ruhe und Magie aus. Richtig krass war, wir haben einen Spot entdeckt, weil David hier so ein bisschen rumgelungert ist und da ist etwas aus dem Teich aufgetaucht und wir konnten noch nicht richtig identifizieren, was das eigentlich ist und dann haben wir gesehen, dass das irgendwelche Scheren sind. Wir fragen uns, was für Krebse leben in diesen Tümpeln. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Hier machten wir uns das erstmal richtig gemütlich und aßen am Fluss den guten alten Camper-Klassiker. Nudeln mit Pesto. An diesem Fluss empfand ich einen tiefen Frieden, der meine Magen-Darm-Probleme immer weiter in den Hintergrund drücken ließ. Ich war okay mit dem. Am nächsten Tag ging es tiefer in die Pyrenäen rein und wir entdeckten auf dem Weg verschlafene und scheinbar vergessene Bergdörfer. Unser kleiner Reisegefährte, eine Biominze aus einer Klostergärtnerei in meiner Heimat.
Als wir an unserem Spot ankamen, stockte uns der Atem. Was wir zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wussten, wir waren nicht alleine an diesem Spot. Wir sind gerade hier an unserem neuen Spot angekommen. Der erste in den wirklich Pyrenäen. Also ganz tief drin, ganz weit oben. Und an unserem heutigen Spot sehen wir eine ganze Familie von Murmeltieren, die heute Abend hier mit uns campen werden. Beziehungsweise wir dürfen heute mit denen hier campen. Am nächsten Morgen starteten wir dann unsere erste große Wanderung. Ich fühlte mich so langsam richtig wohl. Die Energie, die in den letzten Wochen fehlte, kehrte in meinen Körper zurück. Während der Anfang noch ganz gut ging, merkten wir spätestens so gegen 14 Uhr, als die Sonne ihren Höchststand erreichte, dass sie schonungslos auf uns herabknallte. Mit Ach und Krach schafften wir es dann wieder zurück, Kraft irgendetwas zu machen und sei es auch nur nochmal kurz einen Clip des Ankommens zu drehen, die gab es allerdings nicht mehr. Umso freundlicher empfing uns dann aber der nächste Morgen. Die nächsten Tage verflogen extrem schnell. Wir grooften uns immer weiter ein und wurden eins mit der Straße und den Bergen. Ein Ding, das mir in vielen Reisevideos immer zu kurz kommt, ist der alltägliche Aspekt des Reisens. Auch auf Reisen ist nicht alles immer Highlife. Es gibt Momente der Abenteuer, aber genauso gibt es Momente der, nun ja. Doch was wäre schon das Abenteuer wert, wenn die ganze Zeit Action ist? Für mich liegt auch in diesen alltäglichen Routinen eine ganz bestimmte Form der Energie, der ich mich gerne hingebe. Alles, wir machen ganz viele schöne Sachen mit Kartoffeln. Also wir frittieren die, machen leckere Pommes draus. Dreimal frittiert übrigens, das ist nämlich mein Secret Recipe. Kartoffelschneidekurs und Rezepte gibt es dann gratis oben drauf. Ist irgendwie wieder ausgegangen, das Gas, David? Wir haben es nicht angeschaltet. Ja gut. Es gibt in diesem Augenblick nur diese eine Aufgabe und auf dieser liegt der volle Fokus. Zwei Wochen waren wir nun unterwegs. Zu Beginn der Reise war ich noch am Boden, wegen meiner Darmgeschichte. Ich wollte jedoch nicht, dass mich diese Bedenken so im Griff haben und entschied mich dafür, all das einmal hinter mir zu lassen. Wir hatten drei Tage vor Abfahrt keinen Plan, wo es hingehen soll, und selbst als die Richtung bekannt war, wussten wir abends noch nicht, wo wir wohl schlafen würden. Es ist diese Form der Ungewissheit und Spontanität, die unsere Kreativität ankurbelte und uns voll eintauchen ließ. Beim Wandern, genau wie beim Jam. Seit diesem Roadtrip weiß ich auch wieder, was es mit dem Spruch auf sich hat. Planlos geht der Plan los.